跟我们一样还是不？Alles klar. Das riesen Feuerpunkte. Oh ja. So sauheiß. Vorsicht. Und nicht zu sehr rühren, nicht, dass es aus dem Ding da oben aus. Der Rainer hätte den Löffel nehmen sollen. Ja, oder der Gabel. Ich meine, es geht auch so, aber als Junggeselle bin ich da leidenschaftslos, wenn ich koche. Man nehme, wenn man hat, deutsche Kartoffeln. Komm, schmeiß rein, Rainer. Reichlich Kartoffeln. Sättigend und gut, die deutsche Kartoffel. So, wie viel hast denn du noch davon? Ja, so. Ist das Kartoffelgulasch? Und denke dran, bevor es 9 schlägt, muss der Kessel geleert sein. Das wird knapp. Jetzt wird's hier. Warte mal, Piep. Das ist so keine Lust mehr, oder was? Geht ja besser. Es ist übrigens ein Gerücht, dass man immer eine 8 machen muss im Topf, es geht auch eine 1 oder eine 0. Wichtig ist nur, dass man es mit Liebe macht. In der Nacht. Wer macht Liebe? Was? So? Liebe in der Nacht mit Bautzner-Sen. Mit dem Eimer. Es geht wirklich keine 8. Nee, das ist zu voll. Nee, aber gucken. Ich meine, ich mag auch keinen Knoblauch und er ist trotzdem drin. Aber ja. Ja, das geht ein Minus. Also noch mal gucken oder nee? Und eine Null. Etwas Hexenartiges. Ja, wenn sie da rührt. Ja, Gurken rein. Saure Gurken? Das fehlt sich die Fesseln zu sehr. Würde ich auch gerade sagen.
Ja, deswegen dachte ich mal lieber auf. Also mit Apfel, das kenne ich gar nicht. Also normalerweise kannst du das auch richtig viel Rotwein erreichen. Kannst niemand. Gerade weil der auch nicht so. Ja, Rotwein muss eigentlich noch ran. Ja, da haben wir ja hier schon. Rockamore war das doch so. Aber da bin ich dann im Clinch mit Chris gelandet. Seitdem kriege ich keinen Vertrag mehr mit Digital und Co. Sieht am Schlauch in die Kopf. Ich bin davon richtig geflogen und hab gewonnen. Wie das Haus braucht einen Giebel, auch der Gulasch seine Zwiebel. Auf dass er noch gut gerate, gib hinzu die Tomate. Danke, Rainer. Ich hab mir eine Forschung im Kopf ausgesucht, also ich kann mittlerweile 5 Kinder schaffen. Hoppala! Nee, ich weiß wahrscheinlich. Jetzt hau die Scheiße nicht ins Feuer. Der Gessel tanzt wie Jana nach 3 Hasseröhler. Nee, so störrisch. Schau hin, so tanzt die Jana. Wenn der Gessel sich aus dem Kreis bewegt. Deine Kohle oder wem auch immer die da gehört. Na dann passt dich an. Ich weiß nicht, was hier eigentlich so. Du hast hier so einen Zahnstocher rum. Guck mal. Schwarzbrot. Ein bisschen schwarzer geworden. Oh. Ups. Gut durch. So, aus. Ein Leckerchen. Aber sowas von. So, liebe Kinder, was da rein. Herr Piet, ich kann ja mal meine Flügel ausstrecken. Wenn ich vom Papa den Weinklauen dann in die Suppe gibt. Nein, das macht er nicht. Und Rainer, wie schmeckt er denn? Ja, Rainer, so jetzt erstmal umrühren und gucken. Oh ja, rühren, natürlich. Schmecken und der Rest ist noch reinkippen. Rühre, rühre, manche Strecke zu dem Zwecke, dass der Alkohol sich verteile. Wart nur eine Weile, dann ist die Suppe fertig. Ich hatte mir das von einem ganzen Bier und wo also meine Farbe sagt, da könnte da was rein. Wir brauchen mal jemanden, der Alkohol aus der Suppe schmeckt. Jana, könntest du mal kommen? Oh, ich habe gerade Pullover holen. Was will er denn? Wenn mal abschmecken. Nee. Der muss doch mal mit dem Ding rauskommen. Da ist alles noch Worte da drin. Im Wein liegt die Wahrheit, aber mir ist es lieber, er liegt in der Suppe. Oh. Ach, wenn Sie das riechen könnten, meine Damen und Herren, an den heimischen Bildschirmgeräten. Ich habe gestern eigentlich. Ups! Der Fernsehkorrespondent heute aus dem sozialistischen Bruderland Ungarn, original ungarische Gulaschsuppe.